Yo Heroes, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Trainingsvlog aus hier Sri Lanka. Das Wetter ist nicht mehr so gut hier, leider. Es ist die ganze Zeit bewölkt, deswegen werden wir jetzt mal das Hotel-Gym ein bisschen auseinandernehmen. Ich freue mich schon richtig drauf, Kniebeugen zu machen, Kreuzheben. Habe jetzt eine Woche lang nicht trainiert, ja. Jetzt geht es wieder richtig los. Also die erste Woche war quasi ohne Training und jetzt die zweite Woche sind wir länger im Hotel. Und da geht es dann natürlich mit Training wieder los, weil hier gibt es ein gutes Hotel-Gym, habe ich gehört. Und ja, deswegen werden wir jetzt mal das Hotel-Gym auseinandernehmen. Jetzt gucken wir mal, was da so alles geboten wird. So Leute, jetzt sind wir hier im Hotel-Gym und was geht denn hier so ab? Gucken wir mal. Cardio-Geräte en masse am Start. Aber ich sehe hier keine Langhanteln. Und das ist jetzt auch das Thema des heutigen Videos. Was kann man denn machen, wenn man im Hotel-Gym ist und keine Langhanteln zur Verfügung hat? Ja? Sondern nur so ein paar Geräte hier und nur ein paar Kurzhanteln da hinten. Ja? Yes, yeah! So, dann gucken wir mal, was wir heute alles Schönes machen können. Also Leute, erstmal natürlich hier ein bisschen warm machen an einem schönen Cardio-Gerät, ja. Da jetzt hier keine Langhantel zur Verfügung sind. Normal mache ich jetzt neuerdings immer Power Clean zum Aufwärmen, aber das können wir jetzt natürlich nicht machen. Deswegen hier ein bisschen aufwärmen und dann schauen wir gleich mal, was hier so abgeht. Also Leute, wir machen jetzt heute ein kleines Ganzkörper-Workout, ja, den ganzen Körper zu trainieren. Und mit was wir anfangen, ist natürlich mit den Beinen, ja, große Muskelgruppen. Und zwar machen wir jetzt Pistol Squats, ja. Ganz sieht so aus. Kennt ihr bestimmt schon mal die Pistol Squats? Auf einem Bein, einmal nach vorne, die Hände könnt ihr so sehen, dass ihr es relativ gut halten könnt. Liefert in der Ferse, geht sie runter. Zack. Oh yeah. Und auch. Also ihr merkt schon, das Ganze ist gar nicht so leicht. Ziemlich anstrengend, ja. Ich habe 10 Stück gemacht ungefähr. Und wenn jetzt wieder irgendwer kommt, ja, mit irgendwie, ich schaffe aber noch keine Pistol Squats, ja. Das ist keine Ausrede, die nicht zu machen. Und zwar, was kann man machen, um Pistol Squats doch auszuführen? Man kann sich zum Beispiel hier festhalten, ja. Wenn man hier kurz auffindet, kann zum Beispiel auch so Pistol Squats machen, wenn man sich hier erstmal festhält, ja. Kann man hier noch festhalten und sich dann ein bisschen mit hochdrücken oder sowas, ja. Oder man geht da hinten an den Latzug und hält sich da ein bisschen fest oder sowas. Also es geht auf jeden Fall klar, Pistol Squats, 3 Sätze davon und gut ist für die Beine, ja. Also bis gleich, Leute. Also jetzt gerade 3 Sätze Pistol Squats durchgeknallt und jetzt haben wir noch ein bisschen Oberkörpertraining und zwar mit hier an der Brustpresse, ja. Das ist natürlich kein Vergleich zum Bankdrücken, aber um sich in Form zu halten, reicht es auf jeden Fall aus. Die kann man jetzt auch voll verschieden einstellen. Ich habe es mir jetzt mal so eingestellt, dass es für mich ungefähr ein bisschen passt, ja. Natürlich komisch in der Ausgangsposition, finde ich. So, zack, jetzt Schulter und Schulter wieder zurück. Dann kann es losgehen, ja. Jetzt noch mal ein bisschen was Funktionelles bereitzubringen, ja. Danach mal gleich ein paar Liegestütze hinterher knallen. Ja. Das war Liegestütze, ich greife immer ein bisschen enger. Liegestützen und runter. Also, so kann man sich eben die gewünschte Intensität, ne, eben auch in so einem Hotel-Gym mit nur so ein paar einfachen Geräten ein bisschen herstellen. Und das Ganze werde ich jetzt noch im Supersatz mit Ruder machen, ja. Das heißt, ich gehe in die Rudermaschine. Jetzt kann sich die Brust ein bisschen ausruhen quasi. Ich mache hier schon Ruder, ja. Gucken wir mal hier. Also,
Spaß. Dann geht's gleich richtig los mit dem Bruder. Wir sehen uns gleich wieder, wie los. Also Leute, nochmal eine richtig, richtig geile Übung für die Beine, ja. Wenn ihr nicht so viel Gewichte zur Verfügung habt, zuerst mal die Beine immer vorschwächen. Also man kann hier viel mit Supersätzen arbeiten, wie schon gesagt. Die Beine vorschwächen durch Beinstrecker und danach nochmal Ausfallschritte hinterherknallen, ja. Das Ganze machen wir jetzt einmal. Ich habe dieses Gewicht, keine Ahnung, 140. Sind wir auf Flug, glaube ich. Und ja, das Gerät ist hier nicht so das Beste, aber sehen wir mal, was es hier wird. So, jetzt gar nicht lange Pause machen, sondern gleich jetzt zu den Ausfallschritten. Stehen jetzt hier drauf 50er, das sind natürlich auch noch Pfund, ne? Also das ist so 20 Kilo. Und dann Ausfallschritte. Das ist so krass. Die habe ich vor zwei Tagen auch schon gemacht. Boah, das kann nicht sein. Kurz Pause und danach kommt noch der linke dran. Bis gleich. Also Leute, jetzt hatten wir einmal beim Bankdrücken die Bewegung nach vorne. Wenn man die entgegengesetzte Bewegung beim Ruder nach hinten und wir genau das gleiche machen, jetzt auch nochmal hier nach oben und nach unten. Ja, das heißt, wenn man Schulter drücken mit der Kurzhantel kann man sehr gut machen, wenn wenig Gewichte da sind, weil da braucht man nicht so viel. Und wir machen hier den Latzug. Ja? Also ab geht's, nochmal schön hier einen guten alten Fahrrad gleich machen zum Pumpen. Ist aber nicht schlechter. Und dann geht es gleich schon ab. Ne? Das heißt, hier schön den Rücken rechts wieder aufnehmen. Zack. Hoch die Hand hin. Und dann geht's ab. Also letzte Mal noch ein bisschen Push-Press mit und jetzt gehen wir hier mal zum Latzen. Wir werden den Latzen zu groß nach vorne machen, ja. Schön aufhacken, dass wir schön weit runterkommen, das habe ich gerade auch gemerkt. Wenn man bis hier gezogen, ja, weil dann komme ich gar nicht in die maximale Endkontraktion hier unten rein, ja. Deswegen, jetzt was für die Flecken passt, den Latzen packen, richtig schön hier weit runter, ja. Dass ihr hier die Schulter da richtig schön zusammenziehen könnt, das ist richtig schön im Latz spürt, ja. Und zack. Seid natürlich nicht ganz schön unsauber. Okay, wir haben auch wieder drei Sätze, ja. Also Leute, mal zum Entspannen, zum Schluss noch ein bisschen Bizeps gemacht. Das war so meine kleine Hotel-Session-Einheit. Kurze Wiederholung nochmal. Zuerst Pistol Squats, drei Sätze. Danach antagonistisches Training im Supersatz mit Bankdrücken und Rudern. Danach kurz einen Satz gemacht mit Beinstrecken und Ausfallschritten. Nur einen Satz habe ich gemacht, um es euch zu zeigen, dass man das gut machen kann im Gym, hier im Hotel-Gym und danach noch Schulterdrücken im Supersatz mit Latzug, ja. Und durch dieses antagonistische Training oder dieses Abwechseln der Trainingsübungen können wir sehr, sehr viel Zeit sparen, wir trainieren sehr effektiv und ja, ich liebe das eigentlich, weil ich hasse es auch immer so im Gym rumzusitzen, die ganze Zeit Pausen zu machen und nur da zu sitzen und am Handy zu spielen. Wenn ich wirklich ins Gym gehe, dann will ich wirklich Gas geben, will ich Power geben und nicht die ganze Zeit am Handy was anderes machen und die ganze Zeit abgelenkt sein. Also, das war's. So, jetzt checken wir noch mal ein bisschen die Form ab hier im Hotel und wie das Ganze so aussieht mit Pump. Also der Bizeps, der ist auf jeden Fall gut am Start, würde ich sagen. Sogar das Sixpack sieht im Urlaub
angespannt und mit gutem Licht sogar noch ziemlich passabel aus. Aber hier versteckt sich natürlich so einiges an kleinem Bauchspeck, das natürlich nach dem Urlaub auf jeden Fall alles wegkommen wird, denn ich starte ja dann im Urlaub nach dem Urlaub meine Defi-Phase und da werde ich auf jeden Fall auch wieder viele Videos zu machen und wie ich das Ganze denn so mache und euch daran teilhaben lassen. Also ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal darauf freuen. Wir sehen uns, bis dann und